been fighting this war for decades. I made a promise that I was done with this life. How long have we been shaking? Oh, he's in the clear, he's gone away! Ein herzliches Hallo von Wolf Fuß und Frank Buschmann zu diesem Länderspiel. Ja, Wolf, was erwartet uns heute wohl? Könnt ihr mir vorstellen, dass sich einige Spieler empfehlen wollen? Dann kann das ganz schnell mehr werden als nur ein Testspiel. Die heutige Partie, Kamerun gegen Norwegen. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Die Vereine der MLS haben oft richtig tolle, richtig große Stadien, aber es sind halt meist nicht ihre eigenen. Nein, sie müssen sie sich mit anderen Teams teilen. Die Sounders teilen sich das CenturyLink Field beispielsweise mit den Footballern der Seattle Seahawks. Die große Frage ist ja immer, ist der Fußball heute besser als früher oder ist er einfach nur professioneller? Das ist schwierig, Wolf. Wenn man sich mit den Legenden von früher unterhält, dann hört man oft, nee, mit den Jungs von heute, da könnten wir nicht mithalten. Alles ist schneller geworden, intensiver geworden und ja, insgesamt wohl auch besser. Jerome Junior Ongene. Sambo Anguisa. Guter Vorstoß, kann was werden. Jetzt kann er die Flanke bringen. Gut abgefangen, dieser Ball. Gibt Einwurf. Der Kopfball geht ins Seitenhaus. Jerome Junior Ongene. Ballverlust. Oyongo. Pierre Kunde Malong. Fängt diesen Ball ab. Er ist frei, da kann was draus werden. Joshua King fällt das Tor doch noch. Weg ist der Ball. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Geht nach innen. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Sambo Anguisa. Da ist Platz auf dem Flügel. Da kommt er nicht vorbei. Er verliert den Ball. Macht er gut. Geht dazwischen und hat den Ball. Pierre Kunde Malong. Oyongo. Und das ist der Ballverlust. Viel Platz jetzt auf außen. Kommt jetzt die Flanke rein?
ganz souverän hier vom Torhüter. Jetzt der Ballverlust. Kann er was draus machen? Was macht er draus? Klasse, wie er dahin geht. Das könnte gefährlich werden. Schönes Zuspiel hier. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Klasse Direktaufnahme hier. Ja, hat er nicht lange gefackelt. Zapp, rupp, drin. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Number 13. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den Brand sind. Sander Berge. Ja, könnte was werden. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Schöne Bewegung. Abwehr hat aufgepasst. Gefährlich. Ja, das hätte was werden können. Nordfight. El Abdelawi. Ball läuft da gut jetzt. So, Platz für die Flanke. Da kann der Abwehrspieler klären. Gut gemacht. Sie verlieren den Ball. Da verlieren sie den Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Ist es das? Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ole Christian Selnas. Sander Berge. Super Pass. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Starker Abschluss, den hat er mit viel Gefühl gemacht. Sambo Anguissa. Ballverlust. Er kann ihn nicht aufhalten. Christoph Ayer. Klasse Aktion, Ball ist weg. Christian Basogok. Exzellentes Zweikampfverhalten. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Vielleicht der Anschlusstreffer. Und er macht ihn rein. Und ich glaube, jetzt können sie zurückkommen in dieses Spiel. Es läuft für sie. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung geschieht. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. 2-1, hier ist noch alles drin. Da lassen sie den Ball gut laufen. Guter Vorstoß da jetzt. Setzt sich klasse durch.
Jetzt ist es gefährlich. Jahrstein, weiter geht's. Christoph Ayer. Nordfight. El Abdelawi. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. King. Klasse Pass. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Joshua King. Der Ball ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen in dieses Spiel. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Ein klassischer Treffer, Herr Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Jetzt ist erstmal Pause in diesem Testspiel. Was sagst du? Könnten dann gleich die ersten Wechsel kommen, denn der Trainer will sich ja möglichst viele Spieler anschauen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Durchgang 2 hat begonnen. Kann er was draus machen? Choupo-Moting. Christian Bassogok. Choupo-Moting. Gute Aktion. Und jetzt ein Schuss. Einfacher Ball hier für den Torwart. Ballverlust. Collins Fay. Das könnte gefährlich werden. Choupo-Moting. Da passt er auf und kann klären. Klasse Pass. Und die Balleroberung, wichtig. Jetzt können sie vielleicht kontern. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Oyongo. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Das macht er gut. Jahrstein hält, Szene geht weiter. Ah, klasse geklärt. Ja, die Chance eben müssen sie nutzen. So bleibt es beim Unentschieden. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Christoph Ayer. King. Gefährlich. Nordfight. Schöner Spielaufbau jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt ist der Platz da. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. El Abdelawi. Christoph Ayer. Ole Christian Senas. Da wäre Platz für den Konter. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Sieht gefährlich aus. Macht er gut. Ganz energisch. Gute Aktion. Kann er was draus machen? Schönes Zuspiel hier. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier.
Ja, die werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen sie sich was Besseres einfallen lassen. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Christian Bassogok. Das könnte gefährlich werden. Das ist jetzt seine Chance. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Schönes Zuspiel. Ja, könnte was werden. Choupo-Moting. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Oyongo. Pierre Kunde Malon. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Was macht er draus? Klasse Pass. Jetzt die Gelegenheit. Ja, Steinhelz, Szene geht weiter. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Gefährlich. Vorne der Ballgewinn. Christian Bassogok. Gute Aktion vom Keeper. Er verhindert hier einen späten Rückstand. Boah, war das wichtig. Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden gesichert. Ein enges Ding hier und es kann auch so viel passieren. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt hat er den Ball wieder. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Oyongo. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Tolles Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Choupo-Moting. El Abdelawi. 2 Minuten werden nachgespielt. There will be a minimum of 2 minutes of added time. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Sieg. Chance zur Führung. Er trifft den Posten. Super Zweikampf, den Ball hat er. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit. Die Verlängerung wurde angepfiffen und das könnte jetzt hier nochmal richtig dramatisch werden. Gute Aktion. Jetzt vielleicht die Flanke. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Lange Flanke. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Fängt diesen Ball ab. Christian Bassogok. Und klasse durchgesetzt. Kann er was draus machen? Ja, energischer Vorstoß. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Gute Aktion, gut geklärt. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Ein neuer Mann soll rein, es gibt einen Wechsel. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt.
Ecke kommt in den 16er. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse Pass. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Könnte die Führung werden. Die Arstein-Held-Szene geht weiter. Sie verlieren den Ball. Was macht er draus? Sie holen sich den Ballbesitz. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Sander Berge. Alexander Sørloth. Jetzt vielleicht. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Da können sie erstmal klären. Und nochmal eine kurze Pause, dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Abschnitt der Verlängerung. Jetzt läuft die zweite Hälfte in dieser Verlängerung. Nordfight. Nordfight. Christoph Ayer. Ballverlust. Schöner Pass. Faltoko Ekambi. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Daly. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt kommt der Schuss. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Die Ecke kommt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Gute Aktion. Gefährlich. Paul Jorschen Tepp. Und die Balleroberung. Wichtig. Jetzt sind es noch 6 Minuten in der Verlängerung. Schönes Zuspiel. Ja, könnte was werden. Er kommt noch an den Ball. Was können Sie jetzt aus dieser Ecke machen? Jetzt kommt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Pierre Kunde Malong. Zep. Faltoko Ekambi. Könnte den Konter geben. Henriksen. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Ball ist zu lang. Hier kommt die Nachspielzeit, 2 Minuten gibt's. Ball fliegt hoch rein. Sieht gefährlich aus. Da kommt die Flanke. Da kommt er raus und hält den Ball. Die Spannung ist kaum mehr auszuhalten. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Und jetzt der erste Elfmeter. Und er hält ihn. Was für eine Reaktion. Der Druck ist enorm, natürlich, bei diesem Elfer. Ganz sicherer Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem.
Jetzt ist es wichtig, sich nur auf diesen Elfmeter zu konzentrieren. Drin ist er! Da war der Keeper noch dran. Und trotzdem geht der Ball ins Tor. Jetzt also Elfmeter. Immer auch eine Nervensache. Und er hält. Da hat er geahnt, wo der Ball hingeht. Super gemacht. Klasse Parade hier. Kein Tor. Das hat er super gemacht. Alles ist bereit für dieses. Und drin. Und den kriegt er zu packen. Gehalten. Ganz stark gemacht. Ist natürlich auch immer eine ein ganz sicher verwandelter Elfmeter. Torwart ausgeguckt und dann ganz sicher getroffen. Das muss ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht, bedeutet das die Niederlage. Daneben die Nerven! Ihn als Schützen zu nominieren war leider keine gute Idee vom Trainer. Immerhin aufs Tor hätte er den Ball doch bringen können oder sogar müssen. Oh, 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 das Ding geht daneben und das tut natürlich weh. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt.